Vocal Recording hat eine Menge mit Technik zu tun, aber auch mit Menschen. Und was es sonst noch zu beachten gibt, das erfahrt ihr gleich hier auf diesem Sender. Also dranbleiben. Der Music Talk Praxis Talk wird präsentiert von Just Music. Alles für Musiker findet ihr in den großen Just Music Shops in Berlin, Hamburg und München. Und natürlich im Internet unter www.justmusic.de. Die Top Deals gibt es auch bei uns. Täglich aktualisiert auf der Music Talk Startseite. Herzlich willkommen zum Music Talk, dem Music und Sound Production Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Music Talk Praxis Talk. Praxis Talk habe ich gerade gesagt? Praxis Talk. Vocal Praxis Recording. Praxis Soap. Und dafür habe ich mir, das ist ja ein Unwort, sage ich auch nicht. Ich sage nicht spannende, sondern interessante oder kompetente Gäste eingeladen. Mit dabei ist der Florian von audio-workshop.de. Hallo Florian. Hallo. Ihr seid ja sehr, sehr aktiv im Moment, was so neue DVDs angeht, rund um Cubase, rund um Logic, rund ums Home Recording. Und eine davon, die gerade erschienen ist, behandelt unser heutiges Thema, richtig? So ein Zufall, ja, allerdings. Und zwar unsere neue Vocal Recording und Editing Tutorial DVD, die ist jetzt, ich weiß gar nicht, vor 4 Wochen oder so erschienen. Zwischenzeitlich war ich im Urlaub, deshalb ist alles so ein bisschen an mir vorbeigelaufen. Das finale Erscheinungsdatum und der ganze Erstversand. Und ja, das hat etwas gedauert, die DVD zu drehen, weil wir unheimlich viel Realfilm hatten. Und wenn ich allein mich daran erinnere, die ganzen Mikrofonvergleiche, wir hatten insgesamt 11 oder 12 Mikrofone mit einer Sängerin, einem Sänger. Und das war echt wochenlanges Drehen, immer wieder einen Halbtag und Schneiden und Tun. Aber ich bin echt froh, dass sie jetzt endlich fertig ist. Okay, dann habe ich noch in der Leitung den Marc Ziebert. Hallo Marc. Hallo. Hi, na? Ja, schön, dass du es geschafft hast, hier heute mitzuwirken. Ich gehe mal davon aus, wenn ihr im Loop-Studio arbeitet, müsst ihr auch zwangsläufig Vocal Recording machen. Das kommt durchaus vor. Na, und ich bin ganz, ganz sicher, dass du wertvolle Tipps heute beitragen kannst. Ich hoffe auch. Das erwarte ich mir auch von André Dubke. Hallo André. Hallo, moin. Du bist Musikproduzent, aber jetzt nicht in Spanien im Moment, ne? Zurzeit sind wir in der Nähe von Köln, also jetzt gerade bin ich in meinem kleinen Hamburger Studio, ja, wir sind demnächst für einige Zeit in Köln, um da musikalisch aktiv zu sein. Genau, und wir beide haben ja zusammen vor wenigen Wochen Vocal Recording praktiziert und da haben wir auch das ein oder andere Nützliche gelernt, würde ich sagen, und das werden wir heute auch mal ein bisschen erzählen im Laufe der hoffentlich unterhaltsamen, informativen Stunde, die wir hier zusammen mit unseren Zuschauern verbringen wollen. Gut, Vocal Recording ist für mich teilweise Technik, teilweise aber auch Psychologie. Und ich würde mal sagen, wir teilen das mal auf, 50-50 heute. Wir reden zur Hälfte, eine halbe Stunde über die Technik, aber dann auch mal eine halbe Stunde darüber, wie man in einem Studio mit einem Künstler, mit einer Sängerin umgehen muss oder Sänger umgehen muss, damit man zu einem guten Resultat kommt. So, jetzt gehe ich mal davon aus, dass die meisten Zuschauer da draußen nicht über ein opulentes, professionelles Studio verfügen, sondern so halb im Eigenbau, halb vielleicht in der Wohnung, im Keller Vocal Recording machen wollen. Was ist denn da die wichtigste Investition eurer Meinung nach? Fangen wir mal mit dem Florian an. Was brauche ich? Ja, also letzten Endes wie bei allen. Oh, jetzt hat Skype ihm die Sprache verschlagen. Gut, dass wir das vorher alles aus... Internet. Internet, wo bist du? Ich bin jetzt. Also ich sehe euch. Jetzt wieder nicht, jetzt bin ich wieder da. Jetzt sehe ich euch. Sehr merkwürdig alles. Das ist auch außerhalb jeder Steuerung, weil wir machen das ja regelmäßig und ja, haben immer zum Bild- und Soundcheck oft perfekte Leitung, die dann pünktlich zur Aufzeichnung der Sendung zusammenbricht und umgekehrt. Und das hängt alles mit Skype zusammen, hat nichts mit dem zu tun, was wir hier steuern können. Ja, also ich habe diesmal auch einen etwas zuverlässigeren Internetzugang als letztes Mal, von daher wundert es mich selber auch. Aber zurück zu deiner Frage, und man hört mich hoffentlich jetzt. Ja. Also im Prinzip finde ich das Wichtigste, bevor man anfängt, stundenlang über 10.000 verschiedene Mikrofone und Kabel zu diskutieren, ist eigentlich der Raum selber. Also das ist, ich bin ja auch viel bei unseren Kunden zu Hause unterwegs und da machen die meisten eigentlich am wenigsten. Man halbwegs Brauchbares im Sinne von
schon gutes Mikrofon kriegt man ja für wenig Geld heutzutage. Preamps auch, wenn ich da vergleiche, vor 10, 15 Jahren war das noch ein bisschen anders. Aber am Raum wird meistens nichts gemacht. Also da Absorber, Stellwände, irgendwas in der Richtung ist, bevor man anfängt, sich Gedanken über ein Mikrofon zu machen, wirklich das Wichtigste meiner Meinung nach. Und kann ich da mit dem guten alten Klatschtest mir schon mal so in etwa ein Bild darüber verschaffen, wie gut der Raum geeignet sein könnte, in dem ich bin? Ja, theoretisch ja schon, bloß letzten Endes kannst du ja auch in einem großen Raum, der hallig ist, mit zwei, drei Stellwänden einen guten Sound hinkriegen. Also Also man kann ja auch viel improvisieren. Das ist ja auch etwas, was wir auf der DVD zeigen, wie man halt wirklich mit Kleinigkeiten oder vorhandenem Material, sei es jetzt einer spanischen Wand, irgendwelchen selbstgebauten Stellwänden mit Decken und ähnlichen Dingen, zumindest mal eine Notlösung hinkriegen kann. Ich habe früher eine ziemlich gute Notlösung hingekriegt. Ich hatte so gebogene Bürostellwände zur Verfügung, ja. Die habe ich mir dann aufgebaut wie eine Kabine, habe darüber ein bisschen Pappe gelegt und eine richtig dicke Decke, sowas richtig, so ein Satin, so ein richtig dickes Ding, drüber gelegt, eine kleine Funzel reingemacht, Mikrofonständer, war immer eigentlich ausreichend gut. Kann funktionieren. Also kann wie gesagt, funktionieren, ne? Weiß noch, ich habe mal im Urlaub sogar eine Gesangskabine improvisieren müssen, beziehungsweise Aufnahmekabine, weil meine Tochter sehr viel Sprachaufnahmen macht, also Werbespots und so Geschichten. Und da hatten wir gar nichts. Und da gab sich plötzlich die Situation, dass wir es aufnehmen mussten. Da habe ich einfach auf den Esszimmertisch einen Haufen dicke Kissen gelegt, oben drüber zwei Besenstiele, darüber zwei Plymouths, das Mikrofon rein und war eine perfekte, trockene Aufnahme. Zum Performen für Gesang vielleicht nicht so doll, aber da tut es halt auch vielleicht im Notfall der Kleiderschrank, den man öffnet, links und rechts auf die Türen, Plymouths legt. Also man kann improvisieren, man kann aber auch mit wenig Aufwand und wenig finanzieller Investition selber zu Hause eine gute Gesangskabine oder zumindest eine mobile Gesangskabine bauen. Also da fängt es definitiv an, also ohne jetzt da viel Geld zu investieren, aber damit kann man wirklich am meisten verbessern. Ja, und dann André, macht der Rest auch erst Sinn. André ist ja so ein Spezialist in dieser Hinsicht. Der hat uns ja hier in unseren Raumakustik-Praxistalk schon einige gute Tipps gegeben. André, was wir da in Malaga hatten, das war ja im Prinzip auch ein kleiner Raum, sowas wie eine Kammer. Und da hattest du Sachen hineingestellt. Was hast du da reingestellt, um die Akustik zu verbessern? Das waren im Prinzip auch Akustikmodule aus dem Eigenbau. Ich glaube, wir hatten auch 18 cm oder hatten die an Mineralwolle. Die standen dann auch nicht direkt an der Wand, sondern noch mal ein bisschen von der Wand entfernt. Und es ist ganz wichtig, dass man bis auf 300 Hertz runterkommt, wenn man für den Gesang dämmen möchte. Denn in dem Bereich liegen beim Gesang die Formanten und wenn die am Ende zu viel Raum haben, dann klingt es immer übel. Formanten. Woran kann ich denn das jetzt erkennen, dass ich diese 300 Hertz da ausreichend gedämmt habe? Kann ich das messen? Sollte ich das messen oder wie geht das? Man könnte das messen, das wäre eine Möglichkeit. Man hört es aber auch eigentlich ganz schnell, ob man weit genug runterkommt. Wenn es gut klingt, dann hat man in der Regel die 300 Hertz mitgedämmt. Ah, naja, gut. Also ich würde das jetzt nicht rauskriegen, ob ich das jetzt geschafft habe, genau die 300 Hertz zu treffen. Ja, wir hatten einmal einen direkten Vergleich, einmal der identische Raum, einmal mit Noppenschaum. Und dann haben die in dem Studio die gleiche Aufnahme weitergemacht, haben dann unterbrochen, wir haben die Akustik gemacht, die haben dann danach weiter aufgenommen. Und wir hatten so echt mal die Möglichkeiten, 1:1, also gleicher Sänger, vor dem Umbau und nach dem Umbau. Und das eine klang wie ein professioneller Sprecher, also wie man es kennt von CD, von überall und das andere, da hattest du gleich das Gefühl, ach, da muss ich jetzt erstmal Höhen reindrehen, Bässe reindrehen, stimmt ja gar nichts und du hattest gleich das Gefühl, welches Plugin mache ich als erstes auf. Und ich hatte auch mal gehofft, dass wir die mal bekommen, die Aufnahmen, aber denen war das so peinlich, dass das so schlecht war vorher, dass sie gesagt haben, nee, lass mal lieber. Aber ich muss da zustimmen, die Akustik ist das Allerwichtigste. Okay. Ja, Marc hat ja wahrscheinlich eine perfekte Akustik am Start, eine tolle Gesangskabine. Ich habe allerdings auch mal in der professionellen Gesangskabine kürzlich aufgenommen. André kennt die Aufnahmen. Und da war es dann doch nicht ganz so optimal. Was habt ihr denn in Hamburg gemacht, damit ihr wirklich einen optimalen, geilen Sound für die Stimme habt? Also wir haben auch einen kleinen, relativ kleinen Aufnahmeraum, wo Sprecher und Sänger viel aufgenommen werden. Und der war nämlich so ähnlich, wie André das gerade auch beschrieben hat. Als wir hier einzogen, war der voll gekleidet mit Noppenschaum. Das hatten unsere Vorgänger gedacht, das wäre eine tolle Maßnahme. Wenn man da reinging, konnte man sofort merken, also an diesem nur sehr dumpfen Nachhall, dass sozusagen genau in dem unteren Frequenzbereich, also in den unteren Mitten im Übergang zum Bass, dass da halt irgendwie einfach nichts gedämmt wurde, sondern einfach nur oben alles
weggebremst wurde und das war ein fürchterlicher Sound. Man kriegte auch gleich so klaustrophobische Anfälle da drin. Mhm. Und letztendlich ist ja halt ein ganz gut gedämmter Raum. Das ist ja sozusagen ein Mischspiel zwischen einerseits zwischen ein paar Resonanzen, die ruhig da bleiben sollen und eben halt vielen Frequenzen, die eben halt möglichst gleichmäßig untergedämmt werden sollen. Und das ist natürlich in so kleinen Räumen wie bei uns, also ich würde in diesem kleinen Raum auch niemals einen Kontrabass aufnehmen oder sowas. Also das, weil so weit kriegen wir das da in dem Raum nicht hin, dass da keine stehenden Wellen passieren. Dafür haben wir noch einen anderen Raum, wo wir aufnehmen können. Aber für alle Sachen, die eben halt mit Stimme zu tun haben oder ich sag mal eigentlich auch für eine akustische Gitarre oder sowas, ist das wunderbar. Das ist halt, das Wichtige ist eben halt einfach das richtige Material und dass das eigentlich Experten gemacht haben. Also wir haben das machen lassen von Smart Audio, das sind Akustikspezialisten aus Hamburg. Und ein Raum, der für eine Stimme optimiert ist, ist nicht notwendigerweise auch für andere Instrumente gut geeignet, ne? Na, wir haben das so gelöst, es gibt verschiedene Zonen in dem Raum. Also es gibt halt einen Bereich, der ist sehr tot und es gibt einen anderen Bereich, da ist sozusagen noch auf die Dämmung noch so eine ganz dünne Folie aufgetragen worden, so eine Goldfolie, die sozusagen halt noch so kleine Resonanzen im hochfrequenten Bereich bringen soll. Wobei ich ehrlich sein muss, wenn man wirklich richtig nah mikrofoniert, ist das kaum zu merken. Also man kann es im Raum spüren, wenn man drin steht, aber durch die Nahbesprechungseffekte und so, die normalerweise bei Vocal Recording irgendwie auftreten, ist das kaum mehr zu hören. Kann ich denn sparen, indem ich einfach näher ans Mikrofon rangehe und damit den Raum ein bisschen unterdrücke? Oder sollte ich den Abstand nach anderen Sachen regeln? Weil ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, hier drin zum Beispiel ist ja auch eine schlechte Akustik. Wir haben hier oben drüber jetzt mittlerweile Basotec, kleben an der Decke. Basotec hier drüben und hier rüben und extra hier noch die Regale reingestellt und ein bisschen Deko. Und das ist jetzt hier schon deutlich besser geworden. Klingt ganz okay, oder? Ja, es ist jetzt also schon so ganz okay. Genau. Ja. Und was wollte ich eigentlich sagen? Ja, also ich meine, man kann es natürlich mit dem Mikrofonabstand natürlich in einem gewissen Rahmen schon spielen. Ah ja, allerdings, genau, das war die Dings. Da haben wir dann experimentiert mit verschiedenen Mikrofonen. Darauf wollte ich jetzt noch hinaus und habe jetzt dann immer als Hilfsmaßnahme hier dieses Mikrofon am Start. Das ist von Sennheiser, ist ein Wireless-Mikrofon mit eingebautem Sender. Hat den unglaublichen Vorteil, dass da wirklich nur hier vorne überhaupt irgendwas aufgenommen wird. Das kann man also auch auf einer Bühne einsetzen, ohne Feedback-Gefahr zu haben. Und da kann ich fast in jedem Raum der Welt eine relativ trockene, einigermaßen anständige Vocalaufnahme machen. Ist das vielleicht auch ein Tipp oder schränkt man sich da bei der Wahl der Mikrofone viel zu sehr ein? Kriegt das wieder weg. Also ich würde sagen, das ist wahrscheinlich ein dynamisches Mikrofon. Es ist zwar schon so, dass man durchaus dass die Frequenzgänge von vielen solchen dynamischen Mikrofonen schon auf Stimme so optimiert sind, aber so ehrlich gesagt, ich sage mal, auch mit so einem SM58 oder sowas aufgenommene Sachen, richtig Freude habe ich damit nie gehabt. Also es fehlt unten ein bisschen was und es fehlt oben ein bisschen was. In der Mitte ist das ganz okay und meistens auch relativ ausgeglichen, aber für einen vollen Stimmumfang und dass sich halt auch derjenige, der da vor dem Mikrofon performt, ein bisschen bewegen darf, sind solche Mikrofone eher ungünstig. Und in der Hand halten sollte ein Sänger bei einer Studioaufnahme auch kein Mikrofon. Also die ganzen Trittschallgeräusche und so, die dann auftreten können, das ist alles eher Mox. Es versendet sich auf einer Bühne, aber für eine Aufnahme ist das Käse. Okay. Würde ich fast schon ein bisschen Veto machen wollen, jetzt schon. Ja. Denn ich habe jetzt hier mal von der Firma Neumann nochmal vielen Dank an den Frank von Sennheiser, der mir hier wieder diese Schraube besorgt hat. Das ist hier eigentlich mein Lieblingsmikrofon, U87AI. Da habe ich aber tatsächlich das Problem, dass die Ansprüche an den Raum steigen hiermit. Also in einem Raum, der nicht so toll ist, lebe ich lieber mit dem SM auf, tatsächlich, weil das vielleicht jetzt von der Charakteristik her nicht so schön ist oder so, aber einfach das, was aus dem Mikrofon rauskommt, ist schon so ein bisschen bereinigt. Das ist eigentlich für einen schlechten Raum zu gut, weil da habe ich dann echt Prasse mit. Ja, weil ich das ganze Schlechte mit aufnehme. Ja, das stimmt. Das stimmt, ne? Also ja. Wenn ich jetzt ein super teures, geiles Mikrofon habe und gehe damit in so einen Kloraum rein, dann habe ich noch weniger Freude damit als mit einem billigeren Mikrofon, weil das billigere oder das einfachere, das SM-Mikrofon, einfach den ganzen Quatsch, den ich nicht brauche, erst gar nicht aufnimmt.
Ja, das liegt aber vor allen Dingen auch daran, dass einfach die Auflösung sowohl in der Dynamik als auch im Frequenzumfang einfach fehlt bei so einem SM58. Wobei ich insofern, was jetzt ein dynamisches Mikrofon betrifft, ein bisschen auch Veto einlegen muss, als dass es auch ein bisschen darauf ankommt, was man machen möchte. Also es gibt auch Situationen, da habe ich auch im Studio ein SM58 genommen, um Gesang aufzunehmen, weil es einfach von der Charakteristik her gepasst hat. Das ist ja letztens. Ach, der arme Florian. Ist dann wieder hängen geblieben. Da hätte ich gerne was zugesagt. Oh, 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 okay, dann muss ich den Souffleur machen für ihn hier. Ich habe nämlich genau den Fall gehabt, als ich beim Nils im Mixing Room die Vocals aufgenommen habe. Da hatten wir parallel ein Neumann-Mikrofon, TLM, du weißt die Nummer, Marc, TLM 100 irgendwas? 103. TLM 103, so das kleine genau. U87 quasi. Genau, das vielleicht auch das TLM 170, das ist für Gesang auch sehr gut geeignet, hat eine kleinere Kapsel und ist dadurch noch ein bisschen direkter, ein bisschen präsenter im Sound, gerade für Gesang. Gut, und da hatten wir das übereinander, Nils hat das schön gemacht, er hatte im Prinzip die beiden Mikrofone so übereinander auf dem Ständer, dass wir das zusammen aufnehmen konnten. Das eine ging durch einen Urei Channel Strip und das andere ein Focusrite. Und ich habe mich dann für die Aufnahme mit dem Shure-Mikrofon entschieden. Einfach, weil das schon ein kompakter, knackiger klang. Oder habe ich da jetzt einen Fehler gemacht? Weil André, du hast gesagt, die Aufnahme war nix. Also ich habe da noch, ich kam mit dem Gesangssound gar nicht klar. Aus gleichen Gründen wie Marc das gerade halt. Das ist ja auch immer sehr subjektiv, aber für mich klang das schon sehr gedrückt und auch irgendwie räumlich. Da war irgendwie ein Raum drauf im unteren Mittenbereich, den man so auch gar nicht weggekriegt hat. Okay. Florian, bist du wieder am Start? Ich bin wieder da, ja. Okay, dann machen wir da weiter. Also wie gesagt, ich finde, es ist letzten Endes eine Frage der Charakteristik. Witzigerweise habe ich auch häufig erlebt, auch bei unseren Vocal Recording Workshops, auch aus eigener Erfahrung, dass man halt so einem Mikrofon erstmal nicht zutraut, dass es funktioniert. Und eine schöne Erfahrung war halt bei Mikrofon-Shootouts, die wir bei unseren Vocal Recording Workshops häufig gemacht haben, einfach mal einen Blindtest zwischen Röhrenmikrofon, normalen Transistor-basiert Kondensatormikrofon und einem SM58. Und das Lustige war, dass letzten Endes alle Teilnehmer einhellig das SM58 für das Röhrenmikrofon gehalten haben, weil es so schön warm war und so ausgeglichen klang. Und wiederum das Röhrenmikrofon für das SM58, nur das transistorbasierte Kondensatormikrofon, das war, glaube ich, meistens NT2A, das wurde von allen richtig erkannt. Was wiederum zeigt, dass letzten Endes die Situation entscheidet und nicht, was für ein Mikrofon da jetzt ist mit, also welche Technik dahinter steckt. Und dann gibt es ja auch noch Unterschiede je nach Sänger, ne? Es gibt Sänger, die haben irgendwie so einen Sound genau für dieses Mikrofon. Die singen auch ihr Leben lang nur immer in einen Typ hinein, haben sich da irgendwie dran gewöhnt, das passt gut zusammen. Fürs Einsatzgebiet. Ja. Also ich kenne es insofern aus unserer täglichen Praxis, wo eine Frau, die ist hauptberuflich Studiosängerin und die nimmt jeden Tag Chöre oder Lead-Vocals in rauen Mengen auf und sie hat mittlerweile ein Mikrofon gefunden, wo sie sagt, okay, das ist meine Stimme, so möchte ich klingen, das ist das Amethyst von Violette Design. Aber sobald sie zum Beispiel bestimmte Genres macht, sie macht sehr viel im Bereich Progressive House, Trance, Dance und solche Produktionen halt für Kunden, dann nimmt sie sehr gerne ein TLM 103, weil es einfach viel brillanter ist. Für ihre eigenen Sachen oder für andere Musikstile ist es ein bisschen zu brillant, aber da setzt sie sich perfekt durch. Und dann für Backing Vocals und Doubles nimmt sie zum Beispiel ein anderes Mikrofon, manchmal auch ein dynamisches, ein MD421 zum Beispiel, weil es einfach viel weniger Höhen hat, einen automatischen Hintergrund tritt. Oder auch ein AT4033 von Audio-Technica. Also wirklich selbst bei einer Stimme verschiedene Mikrofone, um halt gerade beim Doppeln und beim Chören auch verschiedene Klangcharakteristiken zu bekommen. Oh Gott, das hört sich halt alles schon wieder teuer an. Wie viele Mikrofone brauche ich denn dann? Ich dachte, ich kann mir erstmal so als Einsteiger mit einem Allrounder gut klar. Marc, wie viel hast du denn am Start? Ich habe vielleicht 4 verschiedene. Ah, doch. Ja. Aber eigentlich benutze ich in der Regel auch nur eins. Also ich habe halt auch ein TLM 103, das ich sehr viel benutze. Weil ich sage mal, diese anderen Sachen, ich nehme zum Beispiel halt auch ohne EQ oder und Kompressor oder sowas auf. Also ich schalte vielleicht schon was rein in den Aufnahmeweg, wenn jemand halt fürs Monitoring das irgendwie anders hören möchte, als ich das aufnehme. Aber ich möchte immer erst möglichst glattes Signal aufnehmen, weil ich sag mal, es einschränken kann ich immer noch nachher. Deswegen ist also, sag mal, ein Mikrofon zu nehmen, das möglichst
viel aufnimmt, ist eigentlich das Beste, nach meiner Meinung. Und wenn ich nachher meine, sozusagen da unten diesen ganzen Bottom-Bereich, den brauche ich gar nicht so doll irgendwie, dann kann ich auch selber nachträglich das ja noch einschränken. Also fix it in the mix. Ja, also ich habe eine Aversion, ich persönlich habe, also das ist aber ja auch eine Geschmacksfrage, ich persönlich habe eine Aversion dagegen, mir sozusagen vorher eigentlich schon das Signal kleiner zu machen, als es eigentlich wirklich ist, weil ich in dem Moment glaube, dass das der richtige Weg ist. Also deswegen bin ich auch keiner, der zum Beispiel früher gerne einen Gitarrenverstärker mit dem SM57 aufgenommen hat, weil ich immer schon fand, dass dieses Mikrofon hat relativ begrenzte Möglichkeiten und ich weiß nicht, vielleicht habe ich nachher doch eine andere Vorstellung, möchte den Sound noch ein bisschen anders formen und kann da nichts mehr reindrehen, wo nichts aufgenommen wurde. Mache ich genau umgekehrt, Marc. Ich hasse es, nachher lange rumzudrehen. Ich versuche das gleich bei der Aufnahme alles wegzukriegen, was ich nie mehr brauche. Weißt du, don't fix it in the mix, am liebsten, ich bin da so ungeduldig, mich nervt das danach, nämlich noch ewig, also ich höre es immer gleich gerne so, wie es nachher auch im Mix sein soll, ich würde am liebsten einfach nur noch die Feder hochschieben können, was mir natürlich nicht immer gelingt, und deswegen ist meine Philosophie genau invers zu deiner. Wobei ich gerade noch sagen muss, okay, das kann ja jeder machen. Ja, genau. Bevor es falsch verstanden wird, ich bin da absolut Marx Meinung. Das Beispiel, was ich genannt habe, ist halt, wenn man zum Beispiel halt mit einer Stimme verschiedene, soll ich sagen, Zwecke erfüllen möchte, also Lead Vocals, Backing Vocals, Double Vocals und halt einen ganzen Chor macht und um da den verschiedenen Stimmen auch ihre Funktionen etwas zu unterstreichen, dafür eignet sich halt ein weiteres Mikrofon dann doch sehr gut. Hm. Jetzt bin ich wieder da. Hört man mich jetzt? Ja, wir haben nicht ganz dabei Zeit. Bin ich hier schon. Gehört hat man mich. Ja, zum Glück. Ja, Kabel Deutschland, schönen Gruß. Also wie gesagt, es geht einfach um das Ziel, um die Funktion. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, bei Double Vocals, die will ich nicht so präsent haben, bevor ich da hingehe und im Mix noch rumfummel, möchte ich vielleicht auch, damit klanglich besser füllt, ein anderes Mikrofon nehmen, um da schon von vornherein die Funktion zu unterstützen. Aber es ist Geschmackssache letzten Endes. Also wir probieren auch nicht bei jeder Session, die meine Frau macht, irgendwie 10 Mikrofone aus. Sie hat ihre 3-4 Stück, die sie benutzt. Und wenn bei anderen Sängern die kommen, die nicht funktionieren, dann packen wir die anderen Mikrofone halt aus. Okay. André, wie viel packst du denn aus? Wie viel hast du am Start? Ich benutze eigentlich hauptsächlich mein Charter Oak Röhrenmikrofon. Bin da eigentlich soweit auch mit zufrieden. Ist das das gewesen, was... aufgenommen, wie ich mir das vorstelle. Hätte allerdings gerne noch ein zweites, um auch für... speziell für Gesangsaufnahmen auch MS-Mikrofonierung zu machen. Da gibt es bei der Plug-in Alliance ein sehr gutes Video zum BX Digital, glaube ich, MS-Recording für Gesang. Und das ist schon sehr interessant, wenn man auch diese Möglichkeit hat, das Ganze nochmal räumlich wahrzunehmen, also ein Stereo-Signal vom Gesang zu bekommen. Mhm. Ja, da musst du aber jetzt nach dem, was wir gehört haben, ein bisschen nachrüsten, weil nur mit einem Mikrofon, war das auch, in das Lara gesungen hat in Spanien? Ja, ne? Genau, ja. Oh, das hat mir aber gut gefallen. Ja, also ich mag das Mikrofon sehr gerne. Ich habe schon viele durch und bin irgendwie auch bei dem hängen geblieben. Mhm. Wichtig ist auch immer die Positionierung. Ich denke mal, das wird auch noch mein eigener Bereich gleich sein. Deswegen will ich dazu jetzt noch nichts sagen. Genau. Das heißt, wie man das Mikro dann eigentlich aufstellt. Und was man da überhaupt noch braucht, um das aufzustellen. Und was da, also ich habe hier sowas. Nennt sich eine Spinne. Und wurde mir von Andrew Levine gesagt, es gibt gute und schlechte Spinnen. Und der Sound wird besser mit einer guten Spinne. Mag sein. Brauchen wir sowas? Ich glaube, da ist auch viel Geschmackssache hinter. Ich weiß nicht, vielleicht zu pragmatisch bei sowas. Ich denke mir halt immer, wenn man sich überlegt, welche hochkarätige Produktionen aus musikalischer Sicht schon in 50er, 60er und 70er Jahren gemacht wurden. Und da schaut man sich Fotos von den Studios an, da hat sich kaum einer drum geschert, eine Spinne zu benutzen. Die wurden direkt in der Mikrofonhalterung an Stativ und fertig. Ist die Frage, ob man damit jetzt eine Produktion zur Vollendung bringt, zum Scheitern bringt, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass auf jeden Fall eine Qualitätsverbesserung dadurch entstehen kann. Aber ich weiß nicht, ich bin jemand, der sich von solchen Dingen jetzt nicht so großartig beeinflussen lässt in der Arbeit. Gibt es denn irgendwas, wenn wir jetzt dann schon zu dem Punkt Positionierung und so gehen, gibt es denn irgendwas im Bereich Ständer, Stativ, was ich wirklich beachten sollte und muss? Oder wenn es da steht und ist, aber wenn ich dann da hier so drauf rum, ich mache das ja gerne, was ich hüpfe dann so rum und
tanze beim Aufnehmen und so. Also kein Geld sparen, würde ich sagen. Also man kauft sich einmal ein vernünftiges Stativ. Ich habe auch in meiner beruflichen Karriere einen Fehler gemacht, Schrottstative zu kaufen und habe im Prinzip mehr bezahlt als mal für ein vernünftiges. Und letzten Endes sind die auch gar nicht so teuer, wenn ich überlege, diese großen Overhead-Gesangsstative, die es von Ultimate zum Beispiel gibt, die sind gar nicht so teuer. Also so ein richtig professionelles mit Rollen drunter liegt bei nicht mal 300 Euro, das geht eigentlich. Oder selbst wenn einem das zu viel und zu groß ist für zu Hause, ein gutes K&M-Stativ, das ist mir wirklich keine Investition. Also da machen viele den Fehler. Wenn ich gucke, wenn ich bei meinen Kunden teilweise in den Home-Studios war oder auch schon semi-professionellen Studios, da haben viele trotzdem nur noch irgendwelche Randstände rumstehen. Das ärgert halt auch, besonders weil die Dinger dann auch schnell umkippen. Ja, es ist wirklich ekelig. Ich habe auf Facebook ein Bild von mir gepostet mit einem König und Meyer iPad-Stativ. Das ist so robust und steht so gut, dass ich mich traue, mich da drunter zu legen und nach oben gucken, iPad-Filme zu gucken. Das würde ich mich mit einem günstigen No-Name-China-Modell bei weitem nicht trauen. Also da sollte man auf jeden Fall nicht sparen. Gebe ich hier recht. Aber muss ich sonst irgendwas aufpassen, außer dass es jetzt kein schrottiges Ding ist? Ich kann das. Wo stelle ich das jetzt hin? André, du wolltest also, das ja noch... Meine Methode ist eigentlich immer, das Mikrofon von oben kommen zu lassen. Das ist... Und die S-Laute, die man eigentlich nicht so haben möchte, die gehen relativ gerade nach vorne raus aus dem Mund. Das heißt, ich versuche immer, das Mikro ein bisschen über den S-Lauten zu positionieren. Dann hat man ein wenig weniger von diesen nicht ganz so schönen S-Lauten. Und wenn man es dann ein bisschen kippt auf den Nasen-Stirn-Bereich, bekommt man die schönen Höhen. Also die schönen Höhen, die man eigentlich auch gerne ein bisschen reindreht, die entstehen nicht an den Lippen, sondern da kommen nur diese S-Laute raus, sondern im Nasen-Stirn-Bereich. Und das ist daher wichtig, dass man diesen Bereich auch schön mitkriegt auf die Aufnahme. Ja, definitiv kann ich nur beipflichten. Dazu kommt auch noch, dass das Popgeräusch, also dieser harte Luftzug, der bei Poplauten entsteht, tendenziell nach unten eher wegzieht. Also da kriegt man, wenn man das Mikrofon ein bisschen schräg positioniert, halt auch die Situation, dass der harte Luftzug dann von der Membran eher ein bisschen abgleitet. Und kann man auch ausprobieren, wenn man sich die Hand vor den Mund hält und mal PTK und sowas macht, das habe ich auch in einem Video gezeigt, dann zieht der Luftzug nach unten weg. Wenn man das Mikrofon von oben hat, zieht halt unter der Membran halt weg. Ja, nicht ganz so grobmotorisch vielleicht. Also... Wenn du die Hand vor den Mund hältst und du hältst die Fingerspitzen ungefähr auf Oberlippenhöhe und machst mit PTK, dann merkst du, wie der Luftzug die Hand runterzieht. PTK, stimmt. Und wenn du es andersrum machst, von oben hältst und dann PTK machst, auch PTK. Wieder die Fingerspitzen. Genau. Passiert nichts. Ja, und genauso mit den S-Lauten noch ein kleiner Tipp, das Mikrofon nicht genau vor dem Mund, sondern notfalls ein bisschen zur Seite, zum Mundwinkel. Okay, also genau. Ja, ein bisschen seitlich. Oder wenn man es frontal positioniert, halt seitlicher. Ja, okay, abgehangen ist es egal, dann passt es sowieso. Aber wenn man es frontal positionieren möchte, dann vielleicht ein bisschen auf die Mundwinkel, dann kriegt man die S-Laut auch nicht so stark mit. Das ist auch kurios hier. Also wenn Unerfahrene diese Headset-Mikrofone von Sennheiser anlegen, dann haben die immer hier so rausgezogen und kleben die sich hier vorne immer in den Mund so rein. Ne? Dabei sind auch diese Mikrofone dafür ausgelegt, dass man im Prinzip hier so rausspricht und sie von der Seite kommen. Ja, aber es sind ja auch Kugeln. Das ist ja der Unterschied zu einem Gesangsmikrofon im Studio, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist ja der Riesenunterschied. Ach du Scheiße, ja genau. Das ganze Thema. Benutzt ihr denn alle einen Popschutz? Ich habe zum Beispiel festgestellt, deswegen mache ich diese Mikrofonierung auch gern von oben und benutze dann keinen Popschutz, weil der schon einiges an Höhen schlucken kann. Definitiv, ja. Habe ich auch schon festgestellt. Also auch diese Metalldinger, die es da gibt, manche sind ziemlich Grütze, die bilden nämlich eine Eigenresonanz, also Metallpopschutz oder Popfilter. Und am schönsten ist es ohne, da muss man aber echt ein bisschen je nach Sänger oder Sängerin positionieren und probieren, weil wenn man dann einmal so einen richtig bösen Poplaut drauf hat, den in der Post-Production rauskriegen, ist dann schon etwas unangenehmer. Kann denn da der Sänger mit ein bisschen Erfahrung nicht auch gegensteuern? Er weiß ja, wann er poppt. Ja, aber alles kriegt er ja auch nicht weg. Bei anderen Dingen ein bisschen weggehen, Sänger, zur Seite drehen, nee. Ja, aber da verändert sich der Klang ja auch. Ja, ja, scheiße. Letzten Endes reden wir ja von einem künstlerischen Akt, ne, kann ich sagen. Und jetzt achtest du bei dem T mittendrin, dass du zur Seite gehst. Ich finde es schon immer wieder erstaunlich, wenn professionelle Sänger beim Doppeln oder beim Singen von Chören, meine Frau macht das auch immer, die Enden weglässt oder Anfänge weglässt, damit halt, wenn der Chor nachher im Stereobild aufgefächert wird oder die Doppler, halt die Ortung schön bei den Leadvocals bleibt und man halt die harten Konsonanten oder S-Lauter am Ende eines Wortes bei den anderen nicht wegschneiden muss. Kann ich mir gar nicht vorstellen, das selber zu machen, aber gute Sänger können das. Und, den Trick habe ich auch noch nicht gehört. Ja, einfach, keine Ahnung. Forest, einfach Forest
oder Furrow. Und dann klingt das zwar Solo, gehört blöd, aber der Witz ist dann, man lässt natürlich die T's und die S-Laute am Ende bei den Lead-Vocals in der Mitte, und wenn man dann die Double-Vocals links und rechts ein bisschen stehen hat, dann hat man nicht den Effekt, dass am Ende eines Wortes das T aus allen Richtungen kommt. Das hat man nämlich sonst ganz schnell, dann muss man die wegschneiden bei den anderen oder halt mit Flextime oder Vari-Audio draufschieben. Aber gute professionelle Sänger, die ich kenne, die wissen das, wenn sie doppeln und Chöre singen und lassen es einfach weg am Ende. Das heißt, ich muss deine Frau engagieren, du. Kannst du machen. Weil ich kann ja, mach ja keine Post-Pro-Mark, weißt du ja. I hate it. Oder immer noch hochschieben. Alles vorher schon gemacht sein. Ich will nur noch die Pegel hochschieben. Die ursprüngliche englische Methode, ne? Ja. Printed on tape. Finde ich auch sehr heilsam. Wobei ich das andere nicht verdammen will, überhaupt nicht. Nee. Gar nicht. Das ist halt auch eine Frage der Effizienz. André kann das bestätigen. Ich werde beim Musik machen ganz schnell unheimlich ungeduldig. Ne? Ja. Sehr ungeduldig. Absolut. Ja. Das muss bei mir immer ganz schnell gehen, sonst. Aber egal. Marc, fällt dir noch was ein dazu zum Thema Positionieren, Mikrofon, Handling? Ja, das ist sozusagen ein Projekt, das ich auch gerade vorhabe, weil wir im Moment auch immer noch mit einem Mikrofonständer arbeiten. Und das ist bei den vielen Leuten, die manchmal hier am Tag rein und raus gehen. Also deswegen arbeite ich schon alleine mit einem Popschutz, weil es schon, glaube ich, aus hygienischen Gründen, den kann ich halt wenigstens zwischendurch mal waschen, während es halt bei der Mikrofonummantelung halt schwieriger ist, die irgendwie hygienisch sauber zu halten. Und es ist auch noch mein Ziel, ist sozusagen oben so eine kleine Kreuzschiene einzuziehen, dass ich von oben halt abmikrofonieren kann, weil ich es auch oft genug habe, bei Sängern weniger, bei Sprechern häufiger, dass die gerne mal irgendwie dagegen laufen oder mit Fuß dagegen treten, gegen halt einen Mikrofonständer und sowas. Das Hindernis räumt man sich natürlich auch aus dem Weg, wenn man das von oben mikrofoniert. Hm. Gut, jetzt haben wir einen Raum gefunden, der ausreichend geeignet ist. Wir wissen, wie wir das Mikrofon aufstellen. Wir haben auch schon angerissen, was für eine Art von Mikrofon, beziehungsweise, dass die alle verschieden sein können. Haben wir das ausreichend thematisiert? Wir sind jetzt 20 Minuten drin in der Sendung. Oder Kondensatormikrofon, dynamisch, diese Nummer, Großmembran, Kleinmembran. Also ob Kondensator oder dynamisch ist, denke ich, also Wurscht. Nicht denke ich, sondern das ist schon ein bedeutender Unterschied, selbst verschiedene Kondensatormikrofone untereinander. Also wenn man sich mal die Arbeit machen möchte und die Zeit hat, da zu vergleichen, da kommen schon sehr interessante Ergebnisse. Also das ist erstaunlich immer wieder selber. Das haben wir zuletzt dadurch nochmal richtig intensiv erlebt, weil wir es für unsere DVD gemacht haben, auch halt mit zwei verschiedenen Stimmen. Dass da zum Teil brachiale Unterschiede sind, zum Teil aber auch so kleine Nuancen, die man kaum hört. Aber der Unterschied zwischen dem dynamischen und dem Kondensator ist, was die Vielfalt, die Vielseitigkeit betrifft, schon gegeben. Also von daher würde ich auch niemals sagen, ein SM58 immer ein Studiomikrofon. Das ist halt sehr speziell. Und es muss auch nicht, wie man das ja immer, man sieht es ja immer in den Videos und überall, wo es drauf ankommt, zu zeigen, wie toll die Sänger sind im Studio. Die haben dann immer ein riesigen, großes Großmembran-Mikrofon. Das ist aber, glaube ich, gar nicht immer so richtig gut für Stimme, ne? Wer weiß nicht da unbedingt. Was zu. Also Klassiker, klassisch ausgebildete Sänger, habe ich bei vielen Kollegen, die das machen, erlebt, die nehmen einen Kleinmembraner auch auf. Und ein Kleinmembraner hat ja auch eine viel geringere Verfälschung aufgrund der kleineren Membran, des kleineren Korpuses, was den Frequenzgang betrifft. Also ich habe auch letztens einen klassischen Chor aufgenommen mit einzelnen Mikrofonen zusätzlich zu der Hauptmikrofonierung. Und da hat das Kleinmembrankondensator-Set, was ich dafür zwei Stimmen benutzt habe, absolut keine schlechte Figur gemacht. Ich würde sogar tendenziell sagen, bei der Aufnahme klang das am neutralsten. Ah, okay. Interessant. Das ist, glaube ich, auch ein psychologischer Aspekt. Ne? Im Studio ein fettes Mikrofon zu haben oder so ein kleines. Ja. Ich glaube, es ist viel Psychologie dabei. Da ist bei uns Musikern oder in der ganzen Branche geht es ja sehr viel um Psychologie und zum Zeigen und zu tun und Show und sonst was. Und wenn wir jetzt ein Studio hatten, da steht ein Kleinmembrankondensatormikrofon für 3.000 Euro, wäre das für den, der dann davor steht, zusätzlich noch uncooler als ein Großmembraner für 500. Ne? Also wäre für mich jetzt kein Grund, davon auszuwählen. Aber das spielt sehr oft eine Rolle. Mhm. Jetzt haben wir ein Mikrofon aufgebaut, haben es am Stativ, alles ist wunderbar. Wir wissen jetzt auch, dass man Mikrofonauswahl so betreiben muss, dass man sich das einfach persönlich anhören muss, ausprobieren muss, für das Genre auswählen, für den Sänger auswählen. Jetzt kommt das leidige Thema, Mikrofonpegel ist klein, ne? So ein handelsübliches Home-Recording-Interface wie hier das Propeller Heads Balance.
Das hat natürlich einen Mikrofonvorverstärker eingebaut, hat eine Phantomspannung, ist also jetzt schon mal geeignet, eine gute Aufnahme zu machen. Aber ich höre immer wieder, und ich erzähle das auch hier immer gerne wieder nochmal, ein Mikrofonvorverstärker muss her. Das macht ganz viel beim Sound aus. Wer will da reintreten, bitte jetzt? Ohne ist ja erstmal schlecht, ne? Also ohne Mikrofonvorverstärker. Ja, der wäre ja jetzt nichts. Zum Beispiel in meinem Interface drin. Also den brauche ich ja auf jeden Fall, ne? Ja. Also, das muss man, muss eben halt angucken. Also ich sag mal, das auffälligste Merkmal, finde ich, was billige Mikrofonvorverstärker haben, ist, dass halt sie ab einem bestimmten Verstärkungslevel tierisch anfangen zu rauschen und sich das Rauschen irgendwann sozusagen so weit steigert, dass also der Signalabstand nur noch sehr gering ist. Also das heißt, dass das aufgenommene Signal kaum lauter ist als das Rauschen. Das, sage ich mal, ist ein gutes Kennzeichen für, das ist wohl nicht so ein guter Mikrofonvorverstärker. Das heißt, einen ganz kleinen Pegel mal reingeben, voll aufdrehen, soweit die volle Verstärkung und einfach mal, könnte ich jetzt hier zum Beispiel auch mal testen, ne? Gib einfach. Ja, genau. Also wie doll rauscht das? Das ist, sage ich mal, das Erste. Es gibt natürlich auch noch die feinsinnigeren Unterschiede, wo halt natürlich dann ja auch wieder zwischen Transistor und Röhrenvorverstärkern sowas unterschieden wird und wo der eine oder andere eben halt noch sehr viele Kleinigkeiten hört. Ich kann nur sagen, ich habe auch schon mal ein paar Tests gemacht mit Kollegen. Also ich habe auch da mich für ein relativ neutrales Modell entschieden, für so einen Focusrite ISA 428. Den haben wir jetzt schon irgendwie ganz lange. Den kenne ich zufällig, ja. Das ist wirklich ein super neutrales Ding. Also das ist wirklich einfach nur... Genau, und das macht einfach nichts. Das hat eine unheimlich hohe Verstärkung. Und also das heißt, man kann halt hier auch mal aufnehmen mit Bändchenmikrofonen oder sowas, also mit so Spezialsachen. Und es macht im Grunde genommen eigentlich, wie ich finde, nichts am Sound. Ich habe allerdings auch dann mal, ich weiß gar nicht mehr, wie hieß denn das, M5, was ist das nochmal für eine Marke? Weiß es einer von euch? Hieß das, glaube ich, so ein Monoblock, auch relativ teurer Vorverstärker. Und da haben wir hier auch mal ein paar Signale sozusagen einfach mal gleichzeitig aufgenommen mit dem gleichen Mikrofon, einmal mit dem Vorverstärker und dann mit meinem Focusrite. Die Unterschiede sind im Verhältnis zum Wechsel des Mikrofons aus meiner Sicht sehr gering. Avalon, also, meinst du, ne? Avalon, genau. Ja. Avalon war das, ja, genau. Und also ich finde, die Unterschiede sind verhältnismäßig gering. Dafür, wie viel Geld man da versenken kann in so Mikrofonvorverstärkern, war mir das jetzt ehrlich gesagt nicht groß genug, dass ich bereit gewesen wäre, das Geld für das Ding auszugeben. Ich glaube, es kostet ungefähr 1.500 oder 2.000 Euro. Das kostet mein ganzer 428, glaube ich, zusammen. Und der geht eigentlich ganz gut. Hat sogar 4 Kanäle. Und ist ganz ordentlich. Aber du würdest sagen, dass das im direkten Vergleich mit, sagen wir mal, einem Standard-Home-Recording-Interface für 300 Euro USB eine Verbesserung ist, wo man sagt, ja, das ist schon gut. Also das hört man dann schon auch in diesen Umständen. Oder also bei so einem günstigen würde ich das schon sagen. Wobei ich glaube, es gibt eben halt ja auch viele bessere Interfaces, wie zum Beispiel die Sachen von Universal Audio oder sowas, da sind auch gute Mikrofonvorverstärker drin. Mhm. Oder ich sag mal, hier in diesem Omni-Interface von Pro Tools, was ich halt hier noch als Zweitinterface habe, da sind auch 2 Kanäle Mikrofonvorverstärker drin. Die sind auch wunderbar. Alles klar. Die habe ich jetzt sozusagen nochmal so als Backup. Also im Grunde kann man schon sagen, wenn es ein bisschen teurer wird, ich glaube, wenn man so die 500-Euro-Schwelle überschreitet, kann da auch schon ein vernünftiger Mikrofonvorverstärker mit drin sein in der Soundkarte. Definitiv. Und in der Summe würdet ihr sagen, macht deutlich weniger Unterschied, als das richtige Mikrofon auszusuchen. Definitiv. Also das ist meine Erfahrung jetzt auch. Also Erfahrung jetzt auch über die Jahre so schon, aber jetzt, wo wir echt mal uns hingesetzt haben und das mal konkret rausgefunden haben, durch die DVD halt, kann ich nur sagen, also Mikrofon ist nicht vergleichbar mit den Unterschieden und dem Einfluss im Vergleich zum Preamp. Also wir hatten da auch von 99 Euro TubePre von Presonus bis LA 610 von Universal Audio. Mittendrin, wunderschön positioniert preislich, unser RME Fireface OC mit seinen Preamps. Aber zwischen dem Fireface und zum Beispiel ISA One von Focusrite habe ich, oder nicht nur ich, sondern meine Frau und der andere Sänger, die dabei waren, die für mich so die etwas objektiveren waren, weil sie sich mit der Technik im Detail nicht so auskennen. Blindtest immer, ne? Achtung. Ja, nichts gehört.
Okay. Nada, niente. Also es war auch so, als ich gesagt habe, jetzt machen wir mal teuer gegen billig und ihr macht die Augen zu. Ella 610 gegen Tupri hat keiner gesagt, ah, das klingt richtig mies, das ist richtig schlecht, deutlich hörbar, das ist der Tupri, sondern klingt anders. Und wenn ich dann darauf hingewiesen habe, was ist, dann wurde ihnen auch klar, undifferenzierter im Höhenbereich, das billigere Gerät und. Aber auch erst, wenn sie es wissen, ne? Dann hört man das ja auch mal alles. Ja, dann hört man. Na klar. Oh, scheiße, das war ja das falsche Pfeil. Stimmt, genau. Okay. Passiert mir immer wieder. Jetzt. Also ich finde aber schon, ab einer gewissen Preisklasse, also wenn ich überlege, als ich angefangen habe, vor über 15 Jahren, da war Rauschen noch ein richtiges Problem. Wenn man heute nicht ein Interface für 99 Euro nimmt, sondern wirklich so, wie Marc schon sagte, in der Preisklasse 500 Euro aufwärts unterwegs ist, dann ist Rauschen heutzutage auch nicht mehr ein Problem. Es sei denn, man hat sehr, sehr dynamische Aufnahmen oder macht klassische Geschichten, aber bei einer Rock-Pop-Produktion oder auch Sprachaufnahmen, okay, da bewegen wir uns auf so hohem Niveau, dass es echt auch Klagen auf hohem Niveau ist. Aber alles klar. Ja, es ist auch immer gerade die Frage, wie das Einpegeln dann funktioniert. Bei günstigen Preamps hat man es halt auch immer wieder, dass man irgendwie einen richtigen Effekt erst zwischen Stellung 9 und 10 hat, wo vielleicht 10 sogar die letzte Stellung ist. Und da die Pegelung aber so knapp und klein ist, dass im Prinzip kleinste Millimeter schon Riesensprünge sind. Ja. Und das ist beim anderen Preamp dann, beim professionelleren Preamp dann wesentlich einfacher zu pegeln. Es hängt auch immer davon ab, was man aufnimmt. Also mit einem Großmembranmikrofon Gesang aufnehmen ist was ganz anderes, als mit einem kleinen Membranmikrofon zum Beispiel Gitarre aufzunehmen, Akustikgitarre. Die Transienten, denke ich, sind schon unterschiedlich, je nach Preamp. Ich denke, dass sich da der größte Unterschied zeigt auch. Jetzt sind wir beim Thema. Also welche Flaggensteilheit überhaupt möglich ist bei dem Preamp? Was okay, da überhaupt haben wir festgestellt, jetzt zusammengefasst, dass wir für 500 Euro wahrscheinlich was bekommen, wo wir nicht notwendigerweise jetzt als erstes mal einen Mikrofonvorverstärker nachrüsten müssen. Aber ein Thema müssen wir jetzt, wenn wir beim Audio-Interface sind, ganz dringend beleuchten. Und André, wenn er kurz nachdenkt und an sich an unsere Session erinnert, wird uns jetzt sagen, was eigentlich ganz elementar ist. Ja, ganz elementar ist, dass man sich überhaupt richtig hört und nicht irgendwie was Falsches hört, auch nicht im falschen Timing, das heißt mit Latenz, weil wir haben auch wirklich festgestellt, dass Millisekunden Latenz schon es im Prinzip eine Aufnahme fast unmöglich machen, weil man einen sehr seltsamen Kampffilterartigen Effekt hat. Das heißt, man hört einmal seine normale Stimme, zusätzlich noch das Signal auf dem Kopfhörer mit Latenz. Und das zusammen, das klingt wohl so komisch. Ich habe es auch selber mehrfach getestet, dass man nicht arbeiten kann. Das ist mir aber auch erst aufgefallen, seitdem ich mein gutes altes TC Connect 48 nicht mehr habe. Das hat nämlich Monitor, latenzfreies DSP-Monitoring. Ich hatte mit vorher Effekten, ein Scope-System, ne? von Sonicore. Da war das nie ein Problem. Das hat einfach funktioniert. Wir haben es jetzt mal versucht, auch mit ein paar Samples Latenz nativ zu monitoren und das war immer, es war eigentlich fast naja, immer. Da waren wir doch zusammen. Also wir haben jetzt erstmal probiert, mit 64 Samples nativ Lara zu monitoren. 32, glaube ich, hatten wir. 32 sogar. Ich habe ja auch da mal gesungen, aber bei Lara habe ich es ja als Produzent gehört und gemerkt, sie war einfach nicht richtig drauf. Und wir haben ja dann nochmal nachgeschoben, dann war es irgendwie besser. Aber in dem Moment, wo wir auf Hardware-Monitoring umgestiegen sind, haben wir das Thema vergessen. Da brauchten wir nichts mehr schieben, weil da war die gute Frau einfach von selber immer richtig drauf. Also, und das waren ja 32 Samples, wenn man dann so sagt, naja, das sind ja von roundabout 8 oder 9 Millisekunden, ach, das stört ja nicht. Diesen dummen Quatsch höre ich so oft, dass ich jetzt mal entschieden dagegen sagen muss, wenn ihr ordentlich aufnehmen müsst, dann müsst ihr latenzfrei das Signal hören, was ihr spielt, ob es eine Gitarre ist oder ob er singt. Ich sage ja schon von Anfang an, DSPs sind ganz wichtig in der DAW, aber fürs Monitor, nicht unbedingt zum Mixen. Gerade auch, wenn man dann auf dem Monitorweg nicht nur dieses Hardware-Monitoring betreibt, sondern meiner Meinung nach ist es auch extrem wichtig, zum Beispiel einen Kompressor einzusetzen für den Kopfhörer, weil die Dynamik von so einem Studio-Gesangsmikrofon ist viel zu groß, um das irgendwie sinnvoll über den Kopfhörer zu monitoren. Man wird also in leisen Passagen sich kaum hören und in lauten Passagen wird man das Gefühl haben, ich muss jetzt weg vom Mikrofon, das wird mir jetzt alles zu viel. Und um das zu umgehen, habe ich immer eine relativ starke Kompression über ein DSP-System dann
was im Prinzip das verhindert, dass man sich entweder nicht hört oder zu stark hört und das Gefühl hat, man muss jetzt ein bisschen leiser machen, damit es nicht zu laut wird alles. Da muss man aber auch als Sänger, glaube ich, die entsprechende Erfahrung haben, weil ich kenne das auch aus den Zeiten, dass ich viel live gemischt habe, dass bei Musikern genau dann, die nicht die Erfahrung haben, dass es in die Hose geht oder auch aus dem Studio, weil wenn man die ganze Zeit sich laut hört, man hat nicht die Erfahrung und dann kriegt man plötzlich Angst, man hört sich so laut und geht auch zu. Ich glaube, das muss man wahrscheinlich ein bisschen individueller sehen. Aber die also ich habe es nicht gemacht, ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, dass die Sänger dann sagen, ja, ich höre mich ja toll und das geht dann einfach los, also das... Hat aber wenn jemand jazzige Aufnahme, sehr viel Dynamik, große Bandbreite, kann ich es mir nur schwer vorstellen, dass ein Sänger oder eine Sängerin sich dann da wirklich kontrollieren können. Weil es klingt ja dann, wenn man es stark komprimiert, klingt ja wirklich für den Sänger die Nuance nicht mehr so, wie er sie sich eigentlich vorstellt. Ja, klingt ja sowieso nicht, weil du es ja übers Mikrofon hörst. Das ist ja sowieso schon durch den Mikrofon und dann nochmal über den Kopfhörer. Es ist ja sowieso alles andere als natürlich. Und um das ein bisschen wieder zu umgehen, diese Unnatürlichkeit, die da entsteht zwischen einem Kopfhörer, der nicht die Dynamik von einem Gesangsmikrofon unbedingt wiedergeben kann, wir haben ja einen denke ich, ist es schon sinnvoll, hier, das leicht anzukomprimieren. Aber das muss man immer im Fall testen. Das also die Frage ist, ist es sinnvoll, in dem Monitorweg nur für den Sänger einen Kompressor zu machen? Und dann habe ich als Schiedsrichter mir heute ausgesucht, den Marc Ziebart aus dem Loop-Studio. Wie machen Sie das, Herr Ziebart? Ich habe ja schon seit ewigen Zeiten habe ich halt so immer ein Pro Tools TDM-System, deswegen kenne ich, sozusagen habe ich das Problem eigentlich so gut wie gar nicht. Ich habe ja eben schon gesagt, ich nehme immer clean auf, aber was ich in dem Rückweg für den Sänger oder Sprecher oder Musiker halt mache, das ist halt immer individuell. Ich höre mir das an. Ich mache nicht grundsätzlich einen Kompressor drauf, aber es kann halt ganz gut sein, wenn das ein dichtes Playback ist und wir haben halt Passagen, wo der Sänger oder die Sängerin halt irgendwie auch mal relativ zurückgenommen singen soll, wo wahrscheinlich auch ein starker Kompressoreinsatz vielleicht nachher Mix sein wird, dann lege ich das da vielleicht schon drauf. Okay. Also das ist je nachdem, das ist eigentlich im Grunde genommen ja das Schöne an dem TDM-System. Ich kann mich im Grunde genommen die ganze Zeit verhalten, wie ich will. Ich kann da 3-4 Plugins auf die Spur drauf tun, die haben immer nur irgendwie 2-3 Samples Latenz, also wenn es normale Plugins sind, sage ich mal, ne? Ein Kompressor, ein EQ oder ein Hall, das macht nicht eine wirklich richtige Verzögerung extra. Und das wird ja oft in der Praxis unterschätzt. Ich habe ja jetzt auch einige Sachen aufgenommen und habe dann auch hier mit einem nativen System Probleme mit der Input-Latenz-Korrektur und. Also dieses Thema, passiert das alles in der echten Zeit, ist ein Problem, was, wenn man tatsächlich an einem Vocals oder ein Instrument aufnimmt, auf einmal sehr, sehr transparent, sehr direkt wird, weil man merkt, es stört die Performance. Aber du hast damit gar kein Problem, weil du eigentlich latenzfrei alles immer machen kannst mit Pro Tools. Ja gut, klar. Also es fängt natürlich irgendwann dann an, wenn man dann in der Summe schon irgendwie noch was einschleift und irgendwelche Sachen hat, die irgendwie so Look-Ahead-Limiter oder irgendwie sowas, das geht natürlich dann irgendwann auch nicht mehr. Ja. Aber ich sag mal, eigentlich kann ich noch ziemlich lange mich so verhalten wie, sagen wir mal, zu analogen Zeiten früher, dass ich nämlich einfach immer noch was drauf mache und ich habe schon relativ weit gemischt und fällt mir ein, ich muss doch noch eine Gitarre aufnehmen oder das ist ja bei uns halt auch, wenn wir halt Musik fürs Fernsehen oder für Werbung oder sowas machen, dass ja ganz häufig auch noch irgendwelche Korrekturwünsche kommen, wo du warst eigentlich schon fertig mit dem Projekt und musst immer wieder dann nochmal ran. Und da wäre es natürlich wirklich blöde, wenn ich immer für jeden Schritt immer wieder erstmal bouncen müsste, um, sagen wir mal, eine ordentliche Ausgangssituation zu schaffen, wo jemand anders dann dazu spielen kann oder ich dazu spielen kann oder so. Deswegen ist das für mich schon extrem wichtig. Gibt es ja am Markt jetzt auch immer mehr Produkte in dieser Art, also das Apollo zum Beispiel, dann bei RME sind DSP-Effekte drin, bei Focusrite, glaube ich, und auch bei Presonus und. Viele haben es, ja. Ist das eine wichtige Kaufentscheidung für jemanden, der Vocal Recording macht, sich ein Interface, auch bei Steinberg mittlerweile, Effekte dabei, um dieses Monitoring eben latenzfrei zu gestalten, wenn vielleicht auch nicht so bis zur letzten Minute wie bei Pro Tools, aber doch immer, wenn ich was aufnehme, habe ich wenigstens für den Monitorweg die Möglichkeit, Effekte in Echtzeit draufzulegen. Ist das für jemanden, der sagt, ey, ich will immer Vocals aufnehmen, sollte sich dann wirklich überlegen, so ein Interface zu kaufen? Ich würde eher sagen, auf jeden Fall ein Interface, was ein DSP hat. Und das haben wir die meisten mittlerweile. Es ist schon schwierig, welche zu finden, die keinen DSP-Mixer haben. Bei Effekten ist es schon eher, sage ich mal, die Preisklasse 500 plus oder nicht gerade die unterste Preisklasse. Das ist, glaube ich, Geschmackssache.
ob man jetzt wirklich Effekte braucht. Ich meine, einen Hall kann man sich auch so nativ im Rechner dazu bauen. Ob der jetzt mit 20 Millisekunden Verzögerung Predelay dazukommt oder nicht, das ist anderes. Schwieriger wird es beim Kompressor dann eher. Ja. Brauchen wir noch sowas wie De-Esser? Nee, Marc braucht ja keinen De-Esser, er macht das alles nachträglich. Bräuchte ich einen De-Esser heutzutage noch? Haben wir früher gehabt. War immer lustig, wenn die Leute dann auf der Aufnahme gelispelt haben. Das ist der Nachteil dabei, ne? Das ist immer ein großes Problem. Hab mal einen Remix-Ball bekommen von einem großen Produktion und da lispelte auch die Sängerin. Das war eine amtliche, teure Produktion, aber er lispelte tatsächlich. Da hat auch einer nicht aufgepasst. Hat man aber gar nicht so richtig gehört im finalen Produkt. Das war wieder, also ist ja sowieso dieses ganze Gequatsche, was wir hier machen. Ne? Wie viele Fehler und unsägliche Pannen manchmal die geilste Musik nicht zerstören können, ist unglaublich. Nochmal erwähnt mittendrin. Eine Kleinigkeit, die mir hier einfällt, weil Marc eben sagte, latenzfreies Arbeiten in großen Projekten, etwas, was ich mir angewöhnt habe, was auch meine Zusammenarbeit mit Kollegen sich immer wieder als sehr, sehr hilfreich erwiesen hat, ist halt, nicht in mein großes, finales Projekt den Gesang aufzunehmen. Also ich erstelle immer, sei es für Gesang oder andere Instrumente, die noch dazukommen, ein zweites Projekt, mache vorher ein Playback meines Masterprojekts, meines Songs, exportiere das, ziehe das in das neue Projekt rein, speichere das alles auch in einem Ordner mit zusammen ist, dann habe ich halt ein Projekt, Songname unterstrich Vocal Recording, dann nehme ich dort, ohne durch Plug-in-Latenzen, weil es kommt ja dann ab einem gewissen Punkt natürlich auch der Latenzausgleich, der DAW dazu, der ziemlich viel Ärger macht, zusätzlich zu der Treiberlatenz beim nativen System. Und dann habe ich ein jungfräuliches Projekt, in dem ich halt den Gesang aufnehme. Da kann ich den Gesang editieren und schneiden. Und wenn ich die einzelnen Spuren fertig geschnitten habe, exportiere ich halt die fertigen Files raus und baue die in mein großes Projekt ein. Und so kann ich zumindest beim nativen System die Problematiken, die ich beim Arbeiten im finalen Projekt durch Latenzausgleich, Latenzen habe, auf jeden Fall auch umgehen. Und ab einem gewissen Punkt wird so ein System ja auch einfach zäh, wenn ich jetzt irgendwelche Sampler und Synthes noch dabei laufen habe. Irgendwann wird es einfach alles ein bisschen zäh und ein ganz frisches Projekt ist da einfach ein bisschen knackiger. Okay. Das stimmt, dafür bin ich nur zu faul. Genau, das wäre auch ein Workaround. Oder du hast keine Zeit, das kann ja auch sein. Gerade bei Film und Fernsehen hat man auch manchmal nicht die Zeit. Ne? Und das auch dazu. Und ich bin viel zu ungeduldig für sowas. Ja, aber ungeduldig. Schlimmer ist es, wenn du dein Projekt die ganze Zeit mit Latenzen zu hantieren lassen. Es klappt nicht. Also das habe ich mir irgendwann sehr früh angewöhnt. Es ist gar nicht so wahnsinnig kompliziert. Und es ist ärgerlicher, wenn es irgendwie alles nicht hinten und vorne hinhaut. Okay. Ist Geschmackssache. André, was fällt dir dazu noch ein? Also du hast doch mal ein Scope gehabt. Wenn man ein DSP-System hat fürs Monitoring, könnte es unter Umständen hilfreich sein. Das muss man aber ausprobieren. Wenn man für den Kopfhörer die 5,6 Kilohertz ein wenig anhebt, das kann dazu führen, dass der Sänger oder die Sängerin sich besser intonieren können. Das muss man aber immer ausprobieren. Okay, jetzt sehe ich gerade, wir haben jetzt fast 40 Minuten hier schon getalkt. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir uns auch noch mit der Psychologie des Vocal Recordings beschäftigen wollen. Wärt ihr denn damit zufrieden, wenn wir den technischen Teil jetzt schon abschließen oder müssen wir noch was Wichtiges erwähnen? Einpegeln? Wobei das eigentlich banal ist, sollte jeder wissen, aber... Genau, so wenig... Headroom und dann nochmal ein bisschen Headroom. Genau, wenn man mit 24-Bit aufnimmt, muss man sich eigentlich um den Pegel keine Sorgen machen. Sobald irgendwie das... wenn man mit 24-Bit aufnimmt, ist sozusagen das Risiko, dass die Aufnahme untersteuert ist und man den Pegel nicht mehr hoch genug kriegt und oder es nicht mehr vernünftig aufgelöst wäre, sehr gering. Sobald einfach in einem normalen Mischpult einer DAW die Pegelstelle anfangen dazu zu zappeln so ein bisschen, reicht das schon. Also bitte nicht bis an die 0 dB-Grenze irgendwie aufnehmen. Das ist zu viel, viel zu viel. Minus 10 als Peak reicht. Ich hab sowieso immer den Verdacht, Marc, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, aber bei meinem nativen System ist das so, dass ich das Gefühl habe, es klingt besser, wenn die Pegel nicht alle bis zum Anschlag immer sind. Ja, das ist eine extra Sendung. Sorry, komm. Non-Eric, zum Thema Einbildung ist auch eine Bildung. Mindestens. Dafür sind wir ja hier auch zuständig. Okay, hast dann du komm. Das mal getestet, dieses Hornet-Meter? Wolltest du da mal eine Sendung zu machen? Hornet-Meter? Dieses Hornet-Meter, das im Prinzip immer, ja, ich weiß nicht, wie viel 10 dB runterrechnet oder keine Ahnung, man im Prinzip dann mit sehr niedrigen Pegel aufnimmt und auch mischt. Und mit diesem Plugin kann man es halt kontrollieren. Ah, das hattest du mal erwähnt, ne?
hatten wir auch mal als News hier irgendwo, du wolltest mal was darüber machen. Oh. Ist vielleicht mal interessant, ob das wirklich anders klingt, wenn man so einen Mix nicht so heiß fährt. Ich bin der Meinung, es ist so. Ganz gemächlich, pegelmäßig. Also ich habe meine Erfahrungen würden das jetzt erstmal so bestätigen. Haben wir Pegel abgehakt. Einfach so niedrig wie geht. Und so, 10, so laut wie 10. nötig und so niedrig wie geht. Es darf nur nicht klippen und es muss eben nicht schön wie früher, ne, Marc? Schön rein, ne? Dass die Gefahr ist nicht da. Es ist leider jetzt digital genau umgekehrt. Man muss sich da ein bisschen umgewöhnen. Also ich als alter Hase auf jeden Fall. Das ist ja auch Psychologie, um einen schönen Übergang zu kriegen. Weil letzten Endes, wenn man nicht Headroom hat und der Sänger Angst hat, er könnte da übersteuern, dann kann er ja auch nicht wirklich frei und entspannt singen. Von daher ist es jetzt ein schöner Übergang. Genau, zum Ego-Management. Genau. Zur Psychologie. Und damit meine ich Ego-Management. Also ich glaube, bei Vocal Recording ist Ego-Management ganz wichtig. Denn wir haben es hier mit Menschen zu tun, die zu einer gewissen Zeit jetzt irgendwie gut performen müssen. Meine Erfahrung ist in dem Fall, das fand ich zum Beispiel auch gut bei der Session mit dir, André, dass du dich um die Technik gekümmert hast, ja, dass die Spuren scharf geschaltet sind, noch eine Spur angelegt wird, all dieses Ganze drumherum. Und ich mich aufs Gespräch, aufs Coaching mit Lara beschränken durfte. Denn was ich glaube, ist, ein Künstler, der in der Gesangskabine ist, vielleicht gar keinen Sichtkontakt hat, der hat immer das Bedürfnis nach Feedback oder nach Ansprache irgendwie. Also es ist für einen Künstler oder eine Sängerin oder einen Sänger einfach schon ein Downer, wenn der merkt, die sind alle mit was anderem beschäftigt, außer mit mir. Aber ich will ja jetzt, soll ja jetzt singen und derjenige, der mit mir daran arbeitet, der muss jetzt erst noch rumfummeln. Irgendwas muss noch gemacht werden und noch ein Plugin und da ist irgendwas. Oh, wo speichere ich das jetzt hin? Wie wichtig ist eurer Meinung nach so ein gutes Ego-Management beziehungsweise das Umgehen auch mit dem Künstler in dieser Situation und eventuell vielleicht noch jemanden dabei zu haben, der einfach sagt, ich kümmere mich wirklich nur um die Technik. Also wenn ich mal anfangen darf, dann würde ich sagen, das ist eigentlich wie in vielen anderen Situationen ja eigentlich auch, dass man versucht, sich sozusagen auch in die Position seines Gegenüber hineinzuversetzen. Dass man irgendwie eine Vorstellung hat, wie derjenige sich da jetzt gerade fühlt. Und deswegen gehe ich zum Beispiel natürlich, sag ich mal, mit einem abgezockten Studiomusiker, der das 50. Mal bei mir ist und schon 1000 Sachen gemacht hat. Da kann ich auch ein paar blöde Sprüche reißen oder sowas, während wir aufnehmen. Andersrum, als wenn jetzt meinetwegen ein 18-jähriges Mädchen ihre erste Aufnahme im Studio irgendwie macht, da weiß ich schon, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger psychologisch. Erstmal, da muss man versuchen, ja, beruhigend auf die einzuwirken, dass sie halt einfach jetzt auch die Hemmschwelle abbaut und nicht denkt, das ist nun halt irgendwie, jetzt kommt es ganz drauf an, sondern ein bisschen Ruhe da reinbringen lassen. Den Druck ein bisschen rausnehmen. Ja, ein bisschen bekommen, wir machen mal erstmal in Ruhe, machen erstmal einen Take, irgendwie den nehme ich noch gar nicht auf, mache ich natürlich trotzdem. Und also alles so kleine Spielchen, so wie man das halt, sagen wir, sonst vielleicht auch macht, wenn man Leute versucht irgendwie, ja, positiv zu beeinflussen, egal in welcher Lebenssituation das ist. Ich glaube, wenn man sich so daran tastet, dann ist man schon auf dem richtigen Weg. Ich singe ja auch manchmal, ungefragt, und finde das dann auch immer gut, wenn ich da so ein Feedback bekomme. Ne, auch mein Feedback bekomme, das war okay, lass uns das nochmal machen. Also einfach so das Gefühl, da ist am anderen Ende derjenige, der das da aufnimmt, der ist bei mir irgendwo. Also wenn der abgelenkt ist oder was anderes machen muss und dann nochmal rausgeht und dann wiederkommt und ich muss warten und so, dann geht bei mir so dieser ganze, gehe ich so weg, egomäßig. Naja. Und fühle mich da einfach nicht angespornt. Definitiv. Vor allen Dingen, man hört ja auch Fehler nicht. Also es kommt immer auch da wieder drauf an, wie erfahren der Sänger ist oder die Sängerin. Aber auch in anderen Situationen hört man, wenn man in Aktion ist, ich habe das gestern in einer ganz anderen Situation erlebt mit einem professionellen Trainer, mit dem ich ein Schulungsvideo aufgenommen habe, der hat gar nicht mitbekommen, dass er innerhalb eines Satzes aus Plural Singular gemacht hat und der Satz eigentlich grammatikalisch völlig daneben war. Und genauso erlebe ich es auch bei Sängerinnen und Sängern, dass die gar nicht mitkriegen, dass sie mittendrin von mir aus Wort im Text verdreht haben oder ähnliche Sachen. Also eine Kontrolle und vor allem die Motivation, unabhängig davon, ob der Sänger sehr viel Erfahrung hat oder nicht, ist auf jeden Fall sinnvoll, bis hin zu halt einer Führung. Also auch wenn man einen erfahrenen Sänger, eine erfahrene Sängerin hat, man hat aber vorher eine Idee im Kopf, wie das gesungen werden sollte oder wie es dienlicher wäre, auch wenn es jetzt der Song des jeweiligen Sängers oder Sängerin halt auch ist, dann kann man da auf jeden Fall so ein bisschen in die Richtung auch führen. Von daher finde ich das wichtig. Auf der anderen Seite kenne ich es aber auch andersrum. Meine Frau ist happy, dass sie mittlerweile
komplette Studie selber bedienen kann und alles selber aufnimmt. Also die steht in der Regie und macht alles selber und ist völlig unbefangen und frei in ihrer Arbeit, weil halt nicht jemand da sitzt, der ungeduldig werden könnte. Ich bin nämlich selber immer ein bisschen ungeduldig geworden, wenn ich mit ihr gearbeitet habe, weil sie dann manchmal auch ausprobiert hat und. Mittlerweile hat sie dann ihr eigenes Timing und kann selber machen, wie sie will. Ich denke mal, für einige Sängerinnen und Sänger ist das wahrscheinlich sogar die Optimalsituation. Muss man jetzt, also wir gehen mal davon aus, ein erfahrener Sänger, der das täglich macht vielleicht, der ist natürlich deutlich einfacher zu handeln. Damit haben wir es aber wahrscheinlich gar nicht so oft zu tun. Oder mit so einer Mischung. Wie ist denn das bei euch, André? Ich habe ja schon auch viele Studioaufnahmen gemacht. Bei Lara ist es zum Beispiel so, dass sie auch sehr gerne, wenn sie noch rumbastelt und selber noch nicht genau weiß, wie es dann wird, das nur irgendwie im Kopf hat, das auch gerne alleine macht und dann alleine am Studio One sitzt und ihren neuesten Titel, der wirklich gesangsmäßig richtig, richtig gut geworden ist, den hat sie mit einem SingStar-Mikrofon aufgenommen. Hurra! Und ich bin erstaunt, das klingt schon richtig, richtig gut. Also ja. Das könnte man schon fast so zum Mastern schicken. Ein guter Sänger über einen SingStar ist besser als ein schlechter über einen Neumann. Immer. Alte Weisheit, die müssen wir ja mal wieder zum Besten geben, ist doch klar, oder? Technik ist Hilfsmittel, nicht Selbstzweck. Genau, jetzt brauche ich noch für eine Sache unbedingt Tipps beim Ego-Management. Was tue ich, wenn das, was mein Künstler von sich gibt, völlig in der Tonne ist? Das finde ich manchmal immer eine schwierige Frage einfach. Also ich sag mal ganz ehrlich, was ich mal schon gemacht habe, das verrate ich jetzt, ist, ich habe eine Künstlerin oder einen Künstler im Studio gehabt, der hat das dann alles eingesungen und ich habe irgendwie gemeint, nee. Und dann habe ich irgendwann nur noch gesagt, ja, ist geil, klar, haben wir jetzt im Kasten, tschüss. Ich habe das dann einfach nicht benutzt, weil es, ne, also wie geht man denn damit um? Ich habe jetzt jemanden, man hat da große Pläne gemacht, man hat jemanden ins Studio eingeladen, man hat gewisse Vorstellungen, man merkt jetzt, das ist jetzt im ersten und zweiten Anlauf noch nicht so richtig dahin, man ist ein bisschen verzweifelt, wie gehe ich jetzt selber mit mir als Produzent oder Tontechniker damit um oder wie verklickere ich das jetzt meinem Künstler, dass er da eigentlich jetzt im Moment gerade ganz falsch ist. Marc, du hast da bestimmt viel Erfahrung. Hast du das schon gehabt? Ja, natürlich. Den easy way out gibt es da nicht. Also den einfachen irgendwie, so werden alle glücklich. Das ist ja eine Situation, wo nicht alle glücklich sind. Man will das so, wie das vorgetragen wurde, so möchte man das nicht haben. Man hat aber vielleicht auch schon den Eindruck gewonnen, dass der oder die Sängerin das halt nicht so machen wird, wie man das halt haben will. Ich glaube, der beste Weg ist tatsächlich dann so ähnlich das zu machen, wie du es gesagt hast auch. Man hört auf mit der Aufnahme, sagt, gut, prima, vielen Dank. Wir gucken das mal an, vielleicht, falls derjenige ja schon gemerkt hat unterwegs, dass einem das nicht so hundertprozentig gefällt. Wir gucken mal, vielleicht machen wir nochmal einen neuen Termin oder so, also dass man das so ein bisschen indifferent lässt. Ne? Ja, genau, nicht, ein bisschen runterfahren, genau. Nicht so, also jetzt sich barsch hinstellen und zu sagen, also weißt du, das ist totale Scheiße, also das, weiß nicht, das kann man ja nicht gebrauchen oder so. Was nützt einem das? Also, genau, das sollte man wirklich vermeiden, das bringt ja gar nichts, ne? Nee, und sich womöglich noch streiten irgendwie, also das kenne ich eben halt auch noch, das haben wir auch mal vor 15 Jahren oder so gehabt, dass dann auch eine Sängerin nicht das erfüllt hat, was wir uns vorgestellt hatten. Wir hatten sozusagen auch eine Sänger, sehr unerfahrene Sängerin, die hatte so einen Titel, sag mal, Layout-mäßig gesungen, aber eigentlich schon mit dem richtigen Touch. Und nun kam dann halt eine Profisängerin, die eben halt eigentlich das nochmal in ordentlich singen sollte. Und das klang aber einfach nur so abgemuckt, also so richtig so routiniert, runtergespult, irgendwie langweilig. Das war wirklich das von der unerfahrenen Sängerin viel inspirierter. Und man merkte aber, sie kriegt überhaupt gar keinen Dreh dazu. Sie hat gar nicht geschnallt, was an der Performance dieser vermeintlich schlechteren Sängerin eigentlich viel besser war als an ihrer eigenen. Und das kriegt man dann aber irgendwann auch nicht mehr gelöst. Also die Überzeugungsarbeit ist dann da irgendwann am Ende. Da muss man cool bleiben, ne? Und irgendwie motivieren. Motivieren einfach auch. Also ich hatte das auch, ich hatte zwei oder drei richtige Worst-Case-Szenarien, also so richtig, richtig, wobei es dann auch nicht unbedingt so war, dass es Sängerinnen oder Sänger waren, die ich engagiert habe, sondern wirklich Kunden und Kundinnen. Und da hilft wirklich nur Motivation und ab einem gewissen Punkt eine Ehrlichkeit zu sagen, pass auf, also
du kannst noch, und dann wirklich zu coachen, und dann darf man auf keinen Fall den Punkt verpassen, wo es dann wieder bergab geht. Der ist dann irgendwo noch relativ schnell erreicht. Also ich sag mal, mehr als eine Stunde tendenziell kann man da auch gar nicht dann mit denen arbeiten. Und dann einfach sagen, pass auf, dann, wenn wir das behalten wollen, du hast uns ja hier dafür gebucht und so weiter und so fort, dann müssen wir da halt einfach noch dran arbeiten. Denn meistens ist es so, dass die gar nicht hören, gerade bei der Intonation, was ja das Hauptproblem erstmal bei vielen ist, dass sie gar nicht hören, wenn sie nicht drauf sind. Und dann gehe ich hin, schiebe das in Melodyne, sage, pass auf, ich schiebe da jetzt hier die übelsten Sachen oder die Sachen, die jetzt so ein bisschen daneben sind, ein bisschen daneben ist natürlich auch untertrieben, schiebe ich mal gerade. Und wenn dann der Unterschied da ist, vorher, nachher, dann hören sie es auch. Und ich habe es auch schon nicht selten erlebt, dass mit der gerade geschobenen Vorlage dann eine Aufnahme danach deutlich besser war, weil sie einfach die Erfahrung im Hören ihrer eigenen Intonation noch nicht hatten. Also Motivation ist da schon sehr wichtig. Jetzt zum Abschluss noch, wie lange darf und sollte sowas dauern? Also bei meiner letzten Vocal Session ist es mir so gegangen, ich hatte auch noch gar keinen richtigen Text, noch keine richtige Melodie, dann hat sich das so überentwickelt über 30 Takes und dann gesagt, gucken wir mal, was wir aufgenommen haben und wollten anfangen zu kommen. Also das so zusammen und da ja ungeduldig, ne? Irgendwie beim Kompen habe ich dann schon gehört, wie es hätte eigentlich sein müssen und habe dann gesagt, komm, ich singe das jetzt nochmal ein. Habe das dann noch zweimal probiert und dann war es dann der letzte Take, den ich genommen habe. Wie sieht das aus? Erster Take oder letzter Take? Mittendrin. Nee, habe ich nie. Ganz selten mittendrin. Ja, komischerweise. Am Ende hast du keine Geduld mehr. Da nimmst du einfach das, was da ist. Und am Anfang weißt du noch nicht, was kommt. Ich finde das schwierig. Meine Erfahrung ist so ein bisschen, man hat irgendwann einen gewissen Zenit erreicht und den darf man nicht überschreiten. Alles, was danach kommt, ist ja genauso wie das im Loop aufnehmen. Ich finde es für gewisse Sachen super, gerade beim Doppeln oder bei Chören im Loop aufzunehmen. Aber wenn es um Ausdruck geht, also wirklich die Lead-Vocals selber, ist Loop die Hölle, weil man jeder Sänger, jede Sängerin fängt irgendwann an, wirklich zu nudeln nach dem Motto, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Da ist irgendwann der Punkt erreicht, wo es einfach dann nicht mehr die Konzentration hat. Also ich finde es schwierig, eine pauschale Aussage zu machen. Ich würde eher sagen, man muss abwägen und man sollte nicht zu viele Takes aufnehmen, ja. Weil man weiß am Ende nicht mehr, was das ist. Sofort, generell in der Musikproduktion habe ich gelernt, immer mehr sofort Entscheidungen zu treffen und nicht irgendeinem Take nachzuweinen. Hey, da bin ich mit dir, Florian. Was ich also festgestellt habe, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man sich nicht gleich am Anfang mit Details aufhält. Ich habe das ganz oft erlebt, gerade mit meiner Zusammenarbeit damals mit dem Günther Weyer, dass es dann so weit war, dass nach 2-3 Stunden noch nicht der erste Vers aufgenommen war und der Sänger so fertig war, dass der am Ende komplette Worte nur zur Hälfte gesungen hat, weil er so, dass bei jedem S-Laut gleich auf die Stopptaste halt, bong, auf die S und das S und das war also wirklich ein hartes Regime, was aber im Endeffekt nichts gebracht hat. Also ich glaube, wir haben nicht eine richtige Aufnahme hinbekommen. Ich finde es wesentlich besser, wenn man erstmal zusieht, dass die gesamte Performance steht. Und wenn dann am Ende noch Zeit ist, kann man noch mal ein paar Details überarbeiten, die einem nicht gut gefallen. Einzelne Worte, einzelne Artikulationen. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man von vornherein immer die gesamte Performance im Auge hat und sich nicht gleich an Details verliert. Guter Punkt. Ja, definitiv. Ja, nicht immer gleich unterbrechen. Halt! Ja. Ja, und wenn ich glaube, wenn man dann so drin ist und dann fängt man erstmal an. Ich fange meistens ja auch damit an, wenn das halt ein richtiger Song ist, die mal zu Anfang den Song ganz durchsingen zu lassen, dass die so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, dass man dann vielleicht nachher anfängt zu stückeln und eben halt einzelne Abschnitte macht. Und was ich auf jeden Fall immer mache, ist eigentlich am Ende nochmal den Anfang aufnehmen. Das heißt, wenn der Sänger oder so ganz locker geworden ist und sich sozusagen jetzt irgendwie, ja, man ist ja im Grunde schon fertig und zufrieden. Dann vorne nochmal vorne reinzugehen, weil ich meine, das darf man ja auch nie vergessen, vorne ist immer der Reinkommer und ich meine, den dritten Chor hinten links bei 3:10 hört kein Mensch mehr, der schon nach 30 Sekunden sich angewidert abgedreht hat, weil er gedacht hat, ach du Scheiße, was ist das denn für eine Stimme? Also vorne muss halt schon, das muss hundertprozentig sitzen und deswegen ist das eigentlich die wichtigste Stelle, die ich deswegen hinten immer nur nochmal so, wenn sich schon die ganze Anspannung gelöst hat, einfach nochmal aufnehmen. Und das wird es dann meistens auch vorne. Also ist jedenfalls meine Erfahrung. Manchmal ist es auch der finale Take, ja. Genau, meistens der letzte oder der erste, ne? Ja, die Sache mit der Melodyne-Line finde ich sehr gut, dass man einem Sänger nochmal die melogedeinte Spur sozusagen auf den Monitor gibt,
damit er mal hört, wie es dann eigentlich klingen soll, wenn es richtig ist. Das Gleiche kann man noch erweitern, indem man sich so die Chorspuren zusammenbaut. Unerfahrene Sänger, denen ist es meistens nicht möglich, dritte, vierte, zweite Stimmen zu singen. Da ist es auch möglich, von vornherein erstmal die Stimme mit Melodyne zusammenzubasteln und dann einfach so nachsingen zu lassen. Das ist auch eine Möglichkeit, um also auch mit sehr unerfahrenen Sängern einen sehr fetten Chor hinzubekommen. Genau. Gibt's ein schönes Video-Tutorial auf der Celemony-Seite. Ist von einem mir bekannten Melodyne-Nutzer gemacht. Ah, cool. Aber ganz wichtig bei all dem, was wir jetzt hier besprochen haben, auch was die Psychologie und das Ego-Management angeht, das eigene Ego-Management müssen wir auch im Griff haben. Wir müssen nämlich mannsgenug sein, unsere komplette Anlage 100% am Start zu haben, bevor wir aufnehmen. Alles schon beschriftet am besten, all diese ganzen Kleinigkeiten schon erledigt, dass man dann nicht mittendrin, Moment mal, einen kleinen Break machen, ich muss jetzt hier nochmal eine andere Festplatte an, ist gerade die Festplatte voll. Das ist doch ganz schlecht, oder? Das ist immer schlecht. Stimmt. Was? Ist immer schlecht, unvorbereitet zu sein. Ja, aber in dem Fall ganz, man sollte sich da wirklich mal überlegen, dass man wirklich alles 100% am Start hat und sagt, okay, jetzt kannst du in die Kabine gehen, jetzt nehmen wir auf. Künstler sind sensible Menschen. Genau. Also das kann ganz schnell in die Hose gehen, sowas. Ja. Ist ja genauso wie Kleinigkeiten. Also wirklich so pisselige Kleinigkeiten, wo man sich keine Gedanken drum macht. Und das habe ich auch schon live erlebt. Raumtemperatur stimmte nicht, Licht stimmte nicht. Ich meine, man kann es auch übertreiben. Dieven können da auch abdrehen, aber gerade jemand, der unerfahren ist, der sich einfach nicht wohlfühlt in einem Raum, der kann da einfach sich nicht entfalten, wenn ihm einfach die Temperatur nicht passt. Das ist sowas Banales. Okay. Ja. Lüftung brauchen wir, eine gute Lüftung. Oh. Mal rausgehen, mal um den Block, wenn es ganz hängt. Dann doch mal kurz essen. Oder Hunger, großes Problem. Also ich hatte Sängerinnen, die konnten nicht singen, wenn sie hungrig waren. Und ich kannte welche, die konnten nicht singen, wenn sie gegessen hatten. Oder Kohlensäure. Sprudel getrunken, habe ich auch schon erlebt. Nicht dran gedacht. Oder Kaffee getrunken, mundtrocken. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die nicht für jeden gelten. Aber eine ganz andere banale Kleinigkeit in dem Zusammenhang, auch Schmuck. Schmuck und raschelnde Blusen haben mich schon mal in den Wahnsinn getrieben. Irgendwelche klimpernden Ohrringe und sowas. Und dann muss man sehr diplomatisch sein, einer Sängerin, die sich da morgens fein gemacht hat, zu sagen, pass mal auf, also hier deinen ganzen Schmuck und so. Kann auch, wenn man die falschen Worte wählt, wo ich früher hervorragend ins Fettnäpfchen getreten habe, kann er schon dafür sorgen, dass die mach Performance für den Tag ein Krammer ist. Mach mal den Tannenbaum an deinem Ohr aus. Ab da, Mensch. Es können auch die speziellen Tage im Monat einer Frau sein, die eine Aufnahme unmöglich machen. Das habe ich auch schon erlebt, dass es in diesen Tagen dann einfach nicht geht. Das habe ich selten so genau nachgefragt, aber. Doch, das habe ich schon mehrfach. Entschuldige mal, wir wollten heute den Termin. Wir wollten gerade mal mit dir den Termin für die Gesangsaufnahme besprechen. Wann ist denn deine Regel eigentlich? Vielleicht kann ist wirklich auch ein Thema sein. Gut. Man weiß es mir auch nicht. Guter Tipp von einem Frauenversteher hier. Sehr gut. Aber ich glaube, wir haben schon unseren Beitrag geleistet. Ich sehe hier eine Stunde. Was sagt die Regie? Haben wir die Stunde schon geschafft? Ja. Okay. Ich bin mit meinen Themen durch. Wenn hier von meinen Gästen noch jemand was ergänzen möchte, dann muss er es jetzt tun. Oder für immer schweigen. Hm? Oder für immer schweigen heißt es doch immer. Ja, genau. Jetzt sprechen oder für immer schweigen. Für immer schweigen. Okay, Sie schweigen für immer. Dann komme ich zum Ende unseres netten Praxistalks, der meiner Meinung nach heute sehr ergiebig war. Ich habe auch wieder das eine oder andere gelernt. Und da bedanke ich mich, dass er dabei war beim Florian. Bitte, bitte. Gleichfalls Dankeschön. Beim Marc Ziebert aus Hamburg. Danke auch. Mach's gut. Tschüss. Beim André in Köln. Und wir sehen uns auch bald wieder. Alle hoffentlich hier auf diesem Sender. Aber bis dahin sage ich Make More Music, User Talk. Tschüss. Tschüss. Tschüss.